Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FIFA 18 Karrieremodus. Für uns geht es heute komplett um Europa. Kriegen aber vorher noch ein Transferangebot für Karen Creswell, welches wir annehmen werden. 10 Millionen von Leicester City. Können wir gut gebrauchen für einen Spieler, den wir eigentlich auch nicht unbedingt in der nächsten Saison brauchen. Everton wird heute unser Gegner sein und wir sehen es rechts unten oder in der Mitte eigentlich in der Tabelle. Es ist halt sehr, sehr eng. Zinchenko hat seinen Vertrag abgelehnt, darum kümmern wir uns dann demnächst, aber wir schauen mal kurz rauf. Also Tottenham hat gewonnen, die sind dann wohl nicht mehr in Schlagdistanz, außer es passiert irgendwas komplett Verrücktes. Aber Arsenal, auf die müssen wir achten, also wenn wir halt gewinnen, dann haben wir kein Problem damit. Das ist dann alles easy, aber wenn Arsenal halt einen Punkt holt und wir nicht, dann sind die vor uns. Also bloß jetzt gleich gewinnen gegen Everton, die halt auf 7 sind, dann ist alles easy. Dann gibt es keine Probleme. Und wir sind im nächsten Jahr locker in der Europa League dabei, was zwar ein bisschen schade ist, weil Champions League wäre auch schön gewesen, aber man muss halt das nehmen, was man bekommt. Und wir haben das Heimspiel zum Schluss der Saison gegen Everton. Nochmal kurz der Blick auf die Tabelle, also West Ham, hier ungefähr 2 Plätze darunter ist Everton. 4 Punkte Unterschied. So startet West Ham heute mit Joe Hart im Tor. Ogbonna kommt wieder rein für Fonte, der das eigentlich nicht schlecht gemacht hat in der letzten Folge gegen Arsenal. Auch Pedro Obiang wieder dabei, das Ganze übrigens im FIFA 2 wieder. Benzia links vorne, vorne, Antonio und Arnautovic. Chicharito hatte zwar ein richtig schönes Tor gemacht gegen Arsenal, allerdings bis auf das auch nicht wirklich viel gezeigt. Bei Everton stoßen wir auf 5 Verteidiger. Pickford natürlich im Tor, sonst hinten Williams, Keane und Funes Mori, McCarthy und Garner auf der 6er Position, Sigurdsson auf der 10 und vorne Jonas und Guidetti. Also auf und rein ins Spiel. Reed hat übrigens eine sehr frühe gelbe Karte gesehen. Ball wird gefährlich in der ersten Szene und Joe Hart regt sich zu Recht über seine Hintermannschaft auf. Was ist denn da passiert? Reed viel zu weit weg vom Gegenspieler. Er hat beinahe gekracht durch Sigurdsson. Boch ist übrigens auch noch mit gelb. 2 frühe gelbe Karten innerhalb der ersten 4 Minuten schon. Ah, und Konterchance vielleicht. Benzia mit dem langen, langen Abschlag auf Antonio, der den Ball super auf Arnautovic bringt. Arnautovic setzt sich ein bisschen ab gegen Ashley Williams. Kommt hier vorbei, muss den Ball in die Mitte spielen. Schafft das erstmal nicht. Kriegt den zweiten Ball, aber da ist Aubameyang und der köpft direkt auf Jason Pickford. Ja, Riesenchance. Riesenchance. Es wäre wichtig gewesen, diese gleich zu nutzen. 20 Minuten später. Die 25. Minute, also und mal ein sehr, sehr langer und hoher Ball auf rechts. Die Flanke kommt nicht gut. Joe Hart ohne Probleme. Aufbau über Lanzini oder auch nicht. Schlechter Pass vom Argentinier. Jonas mit dem ersten Gegenschuss von Everton. Das war sehr, sehr gefährlich durch den Brasilianer. Dreht sich noch so ein bisschen weg der Ball und gerade deswegen geht er nicht rein. Joe Hart, wer weiß, ob er den bekommen hätte. Keine gute erste Halbzeit von West Ham, aber auch von Everton nicht 0-0. Da geht deutlich mehr auf beiden Seiten, hoffentlich natürlich eher für West Ham, wenn man hier Platz 5 ja, festigt. Bisher noch keine Infos bekommen, wie es bei Arsenal steht. Und Celso Borges, oh oh, oh 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 oh, Celso Borges, der hatte schon gelb in der 3. Minute gesehen. Und sieht jetzt in der 45. plus 50 Sekunden die gelb-rote Karte. Und das können wir gar nicht gebrauchen in diesem Spiel. Ah, kommt hier einfach viel zu spät. Und da regt man sich zurecht auf. Dumm. Einfach nur dumm. Und jetzt also eine Unterzahl für 40 Minuten gegen Everton. Da gibt auch leichte Aufgaben. Ball wird in die Mitte gespielt. Flach. Keine Probleme für Joe Hart. Ja, ein bisschen sehr gefährlich. Jonas nochmal auf Guidetti, nochmal runtergespielt und Masuaku in allerletzter Sekunde mit dem abgefälschten Ball. Mal die Chance für Guidetti, der sich im Kopfball durchsetzt. Everton wird jetzt viel stärker. Die haben Aufwind bekommen durch die gelb-rote Karte von Celso Borges. Kopfball hier fast ins Tor. Ein paar Minütchen später mal Gylfi Sigurdsson beim Freistoß, der den Ball auf Keane spielt, versucht abzulenken. Erstmal Antonio, der den Ball nicht rauskriegt. Jonas! 1-0 für Everton.
Unglaublich. Schon wieder so unfassbar verteidigt. Antonio versucht den Ball rauszuschlagen. Jonas wird abgeschossen, kann den Ball danach perfekt kontrollieren und schießt ihn an Joe Hart vorbei. Und Everton führt. Und das darf nicht passieren, weil wir brauchen den Sieg. Wir wissen nicht, was Arsenal gerade macht. Aber egal was ist, wir brauchen dringend 3 Punkte. Und momentan sieht es nicht danach aus. Benzia auf Masuaku, der schickt mal an Autovic. Der hat Platz. Der hat Platz und Zeit. Legt jetzt nach oben auf Lanzini. 1-1. Wichtig, sehr wichtig, den Ball so schnell reinzubringen und doch relativ fix den Ausgleichstreffer zu machen. Eine Stunde um und in Unterzahl gegen Everton noch ein zweites Ding irgendwie hinzukriegen, wird sehr, sehr schwer. Arnautovic zieht hier auf jeden Fall sehr gut in die Mitte und bringt den Ball dann klug auf Lanzini, der das Tor dann macht. Übrigens sein 11. in dieser Spielzeit. Aber es ist hier noch ordentlich was drin. Sehr sogar. 22 Minuten noch in diesem Spiel. Regulär zumindest. McCarthy auf Guidetti. Irgendwie versucht Everton die Lücke zu finden. Oben ist sehr viel Platz. Viel zu viel Platz. Darf so nicht passieren. Obiang kommt zu spät. Auch Winston Reid scheitert. Jonas bekommt den Ball. Dann auch Bonner mit der schlechten Grätsche. Und Guidetti setzt den Ball ernsthaft rechts am Tor vorbei. Unfassbar. Williams geht. Jagielka kommt bei Everton den Verteidiger für Innenverteidiger. Glück, dass man hier noch nicht wieder zurückliegt. 20 Minuten noch. Lanzini. Ballverlust. Byram und Obiang. Benzia auf Masuaku. In der Mitte wäre Arnautovic. Aber Masuaku kann den Ball nicht gut bringen. Lanzini! Super Chance für den kleinen Argentinier. Aber auch hier leider nicht das nötige Glück. Da ist er wieder am Ball. Bringt den Ball nicht gut. Locker abgefangen. Da ist Guidetti. Runtergelegt auf McCarthy. Und 2-1 für Everton. 2-1 für Everton. Und das 10 Minuten vor Schluss. Es sieht überhaupt nicht gut aus, was wir hier gerade machen. Es sieht richtig, richtig schlecht aus für West Ham United. Und man kann davon ausgehen, dass Arsenal bestimmt mindestens gerade einen Punkt holt. Und das würde jetzt aktuell reichen. Also der Ball von Guidetti auf McCarthy, der dann komplett blank steht. So schlecht verteidigt schon wieder. 3. Tor natürlich für den Sechser von Everton. Wir haben schon die 90. Minute, also ein Ausgleich. Wenigstens der Ausgleich, um noch ein bisschen Hoffnung zu haben. Da ist Hakšabanović mittlerweile reingekommen. Arnautovic auf Chicharito auch mittlerweile reingekommen. Chicharito! Ja, das reicht dann alles nicht. Everton verteidigt das gut. Hält West Ham weit weg vom Tor. Da reichen dann auch die 16 Meter und Chicharito setzt den Ball daneben. Und die Zeit, die läuft sowas von davon und Jason Pickford, der hat natürlich gar kein Problem damit. Schlägt den Ball auf Ogbonna zum Glück. Nochmal die Chance vielleicht, Arnautovic. Chicharito, Arnautovic und nochmal Arnautovic, aber der schießt zweimal ins Leere. Und das war's. Niederlage am letzten Spieltag von West Ham United gegen Everton. Das war... ja, beschissen. McCarthy und Jonas mit den Toren. Lanzini kurzzeitig mit dem 1-1. Schauen wir uns mal die anderen Ergebnisse an und hoffen, dass Arsenal hoffentlich nicht gewonnen hat. Arsenal, wo sind sie? Sind da in der 6. Spalte. 2-2 gegen Huddersfield und das reicht für Arsenal. Oh Mann. Huddersfield hat es halt noch geschafft, einen Punkt gegen die zu holen. Allerdings, wir halt... mit der Nullnummer und deswegen ist Arsenal echt noch an uns vorbeigezogen. Unglaublich bitter. Aber auch nur unsere eigene Schuld. 65 Punkte, punktgleich also. Aber Arsenal halt mit der deutlich besseren Tordifferenz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ein sehr, sehr bitteres Ende für diese erste halbe Saison. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Newcastle steigt ab, genauso wie Brighton und Huddersfield. United haben wir schon gesehen, ist Meister geworden vor Chelsea, Tottenham und Manchester City. Also Tottenham sogar noch Man City überholt. Hinter uns Everton, Liverpool.
Ach, aber trotzdem alles sehr, sehr ärgerlich, weil da hätte deutlich, deutlich mehr gehen können. Die Top-Torjäger, Eden Hazard, da ganz vorne meine ich, mit 22 Toren. Ibrahimovic auf Platz 2 mit genau gleich vielen Toren wie Aguero. Juan Mata auf 4. Bei uns Lanzini auf Platz 12 mit ihm 11, 11 Toren oder 12 Toren, ich habe es gerade nicht gesehen. Eriksen mit 12 Torvorlagen. Loris mit 14 Spielen ohne Gegentor. Joe Hart übrigens mit 13, also auch richtig stark von Joe Hart, aber dann leider doch nicht die Punkte geholt oft genug. Wie man sehen kann an dieser Statistik, also zu 0 meistens ja, aber dann hat man in den wichtigen Spielen meistens die Punkte eben nicht geholt. Wenn wir gewonnen haben, dann wahrscheinlich zu 0. Gelbe Karten, die meisten kriegt Krychowiak mit 9. Dafür haben wir den Spieler mit den meisten roten Karten, Celso Borges, der kam halt auch erst im Winter. Duffy übrigens auch von Brighton und Hove Albion mit 2 roten Karten. Bei Klostermann wird es momentan nichts. Er findet seinen Vertrag, den wir ihm angeboten haben, nicht schön. Müssen wir dann demnächst mal noch was Neues machen. Schauen wir mal unsere Jugendspieler an. Da gibt es einige sehr interessante. Hier 76 bis 94 potenziell. Ja, sogar 78 bis 94. Könnte sehr, sehr interessant werden. Schauen wir uns mal die Teamstatistik an. Joe Hart hatte die meisten Einsätze mit Lanzini und Winston Reid allesamt 40 Spiele gemacht. Joe Hart dabei die meisten Einsätze in der Liga. Halt alle 38 Spiele gemacht. Lanzini hatte 37. Dafür im FA Cup einmal mehr gespielt. Die meisten Tore halt Lanzini mit 12, vor Antonio mit 8, dann Arnautovic mit 8, der seine 8 Tore allerdings auch in 18 Einsätzen gemacht hat. Hakan Şalhanović mit 7 sogar. Die meisten Vorlagen hatte dafür Arnautovic, vor Antonio und Lanzini. Andy Carroll aber auch solide, wenn auch nicht wirklich perfekt. Schauen wir uns mal die anderen Ligen an. Anderlecht in Belgien Meister geworden, laufen natürlich noch einige Ligen, gerade in Südamerika. Dortmund in Deutschland Meister geworden. Ein Punkt vor Bayern, Freiburg, Hannover steigen ab. Stuttgart muss in die Relegation gegen Union Berlin. Braunschweig und Bochum steigen direkt auf. Regensburg und Aue direkt ab. Bielefeld muss in die Relegation gegen Preußen Münster. Und in der dritten Liga sind der KSC und Magdeburg aufgestiegen. Dänemark ist Kopenhagen Meister geworden. England kennen wir ja leider. In der Championships in Aston Villa und Sheffield Wednesday ganz oben. Ganz unten sind dann Burton Albion, Barnsley und Millwall. Genauso wie Sheffield United. Paris Saint-Germain in oder wird in Frankreich Meister. Die haben noch einen Spieltag. In Italien könnte es auch sehr interessant werden. Ein Punkt trennen AS Rom und Juventus Turin vor dem letzten Spieltag. Wenn wir dann in der nächsten Folge erfahren, ob oder wer dort Meister geworden ist. Sonst, was haben wir noch so? Niederlande ist Ajax Meister geworden vor Feyenoord. Rosenborg vorne, Lech Posen vorne, Sporting. Ganz vorne Russland ist ZSKA Moskau. Und dann haben wir gleich nachschauen, wo Celtic Meister geworden ist. Spanien. Na komm, Schweden haben wir auch noch mit Malmö. Schweiz, Basel, aber jetzt müsste Spanien kommen und da haben wir komischerweise nur 17 Spieltage, also keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Ich glaube, da ist die Liga einfach gestoppt, nachdem wir weggewechselt sind. In der zweiten ging es zumindest. Also da ist Espanyol Barcelona ganz oben. Keine Ahnung, was hier los ist. Ist auf jeden Fall ein Bug, aber naja, sehr interessant. Vor allem, wenn Espanyol Barcelona dadurch halt Meister wird. Haben dann noch natürlich die türkische Liga, da ist Beşiktaş Meister geworden. Vor Galatasaray und Fener, dann haben wir die USA, aber da ist dann auch schon alles entschieden und Salzburg in Österreich Meister geworden. Schauen wir mal kurz auf unsere Statistik in diesem Jahr. Die schaut nämlich so aus durch unsere beiden Vereine. 39 Spiele gemacht, 18 Siege, 8 Unentschieden, 13 Niederlagen. Geht natürlich alles viel, viel besser. Das war insgesamt nicht gut genug und müsste deutlich, deutlich besser sein. Aber wir hoffen einfach mal, dass es dann in der nächsten Saison gut ausschaut. Jetzt geht es erstmal an Scouting und an Spielerverpflichten ab der nächsten Folge. Also hoffen wir mal auf gute, gute Transfers. Bis zur nächsten Folge. Tschö.